Vielleicht habe ich dieses gemütliche Etwas seit gestern gar nicht mehr ausgezogen. Kann das sein? Nein, natürlich nur ein Scherz. Ich war auch schon beim Sport und habe beim Sport witzigerweise echt was Interessantes so gesehen gehabt, was man so erreichen kann, wenn man die ganze Zeit dabei bleibt und viel Sport macht. Und zwar habe ich beim McFit bei uns in Reinickendorf einen Mann getroffen, der, ich würde mal sagen, so zwischen 75 und 80 Jahre alt war, aber wirklich richtig gut in Schuss. War also so geistig noch gut auf der Höhe, also hat irgendwie keinen Scheiß gequatscht, wie das so manchmal halt so leider dann ist. Der war körperlich gut drauf. Ich meine, der hat Klimmzüge gemacht und so Sachen. Also ich kann, wenn ich mir richtig Mühe gebe, vielleicht 2 oder 3 Klimmzüge oder so. Und der war da die ganze Zeit, die haben da so bei McFit so eine Ecke, das heißt irgendwie The Cage oder so. Und hat da so Übungen gemacht, die jetzt halt nicht so großartig mit Gewicht sind, sondern immer nur so mit eigenem Körpergewicht und so. Aber glaubt mir das, der war knackfit, wirklich. Bei dem ging der... Also wenn der nicht sogar besser drauf war als ich. Und deswegen dachte ich mir dann so, ich habe den einfach mal gefragt, was der irgendwie trainiert und wie der so gut erhalten geblieben ist. Und damit hat er mir erzählt, dass der fast den ganzen Tag über nur vegan ist und am Wochenende halt mal irgendwie nur so ein bisschen Fisch, versucht viel zu trinken, hat sich einen Hund gekauft und so weiter und geht halt jeden Morgen zum Fitness. Und ich hatte den noch nie gesehen, weil ich noch nie, ehrlich gesagt, so super früh beim Fitness war, weil ich war irgendwie heute um 4.50 Uhr oder irgendwie sowas da, 5 Uhr. Und da hat er sozusagen gerade Feierabend gemacht und ich habe den dann nur noch so bei seinem letzten Workout da gesehen. Aber straffer Typ, muss man mal so sagen. Also wenn ich so mit 75, 80 drauf bin, so, dann bin ich da schon mal happy. Ja, auf jeden Fall, Steven und seine Freundin sind jetzt unterwegs irgendwo nach Adlershof oder so, weil das ein Computer-Outlet ist, sich um den Notebook für seine Freundin zu kümmern. Und das scheint alles irgendwie gar nicht so einfach zu sein, weil in den normalen Läden, so wie Mediamarkt und so, da bekommst du ja keine gebrauchten Computer, sondern immer nur so welche, wo die vernünftigen dann halt irgendwie schon so oberhalb der 600-700 Euro kosten und so viel will die jetzt nicht ausgeben. Und deswegen sind sie jetzt da so ein Stück nach Adlershof rausgefahren, um dann zu gucken, weil die da so B-Ware haben, gebrauchte Artikel und Computer, die irgendwie nicht verkauft wurden und so aus dem vorletzten Jahr oder irgendwie sowas. Und deswegen, da durfte denn schon eher was dabei sein. Ja, ich bin mehr oder weniger dabei, gerade eure Kommentare mal so ein bisschen durchzulesen. Das sind ja schon echt eine ganze Menge wieder geworden. Und jetzt muss ich noch ein bisschen Bücher sortieren, weil ich habe jetzt so die Bücher, die ich mal irgendwie angefangen habe zu lesen, aber nie zu Ende gelesen habe, wollte ich jetzt natürlich auch irgendwie in der Zeit, wo ich noch so nicht in der Uni irgendwie so viel lesen und lernen muss und sonst was, wollte ich die natürlich dann erstmal fertig machen. Und habe gesehen, dass das doch eine ganze Menge ist. Also viele Themen, die ich irgendwie zuerst interessant fand, dann nicht mehr so interessant fand und dann aufgehört habe zu lesen und jetzt wieder interessant finde und wieder anfangen zu lesen. Ja. Dann muss ich hier hinten diesen riesigen Papierwerk irgendwie noch wegarbeiten. Ihr seht schon, das sind, also ich glaube, das sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist, weil das sind überall so meine geschriebenen Prüfungen und dann habe ich immer das, was ich so zum Recherchieren brauchte, rausgesucht und habe mir das dann sozusagen da immer so mit reingetan, falls das mal irgendein Dozent, weil sowas kam auch schon vor, wissen wollte, woher wir das haben, falls man meine Quelle oder so falsch angegeben hat, nicht, dass man automatisch denken würde von wegen, dass man das halt, dass man das geklaut hat oder irgendwie sowas und deswegen habe ich da mal so ein bisschen Archiv angelegt und habe mir mal genau zu allem zugeschrieben, woher ich das bekommen habe. Mann, ich rede schon wieder einen Scheiß. Ich habe so lange irgendwie nicht gevloggt. Vielleicht bin ich so ein bisschen auf Entzug oder irgendwie sowas, dass ich meine ganze angestaute Vlog-Energie irgendwie raushauen muss. Aber naja, auf jeden Fall, jetzt muss ich erstmal mein Drehbuch zu Ende schreiben, weil wie gesagt, bis Ende Januar wollen wir ja auch einen Kurzdokumentarfilm produziert haben. Und das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das zum Anfang vorgestellt habe, aber es reizt einen dann doch irgendwie. Nun ja, ich werde mich jetzt weiter ransetzen und werde noch ein bisschen schreiben. Und dann hören wir uns so, ich denke mal, eine Stunde wieder. Ja, was soll ich sagen? Habe gerade wieder einen ganz guten Sprung gemacht, was mein Drehbuch angeht. Nun habe ich aber in dem ganzen Geschreibe dann irgendwie vergessen, was zu essen. Habe dann irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Habe dann aber was gegessen und so ganz einfach ein bisschen Rucola-Salat mit ein bisschen Feta-Käse oben drüber und ein großes Stück Hähnchen. Und während ich gekocht habe und danach auch noch aufgegessen habe,
habe ich natürlich vergessen, meine Mutti vom Friseur abzuholen. Und deswegen bin ich da jetzt schon eine Viertelstunde über und bin so ein bisschen, weil ich jetzt gerade meine scheiß Schuhe nicht gefunden habe, hinterher. Und jetzt werde ich kurz zum Platz düsen, werde meine Mama abholen. So, und ja, dann setze ich mich wieder ins Drehbuch. Weil ich habe gerade echt so einen ganz guten Workflow und das ist ja eigentlich immer so dann die Situation, wo du gar nicht mehr vom PC weg willst oder vom Schreibblock oder was weiß ich, weil man einfach gerade einen geilen Flow hat. Und jetzt suche ich meinen Autoschlüssel schon wieder. Ich melde mich zurück, sobald das Chaos vorbei ist, ja. Ihr seht, was wir heute wieder für tolles Wetter haben. Eigentlich hat es sich schon den ganzen Morgen geregnet, aber heute Morgen war noch ein bisschen schlimmer, um ehrlich zu sein. Aber so richtig toll ist es heute irgendwie auch nicht geworden. Ich bin schon immer froh, wenn ich wieder am Auto bin. Und jetzt ist los. Ja? Ich bin da, wo bist du? Okay, ich komme raus. Tschüss. Ciao. Ich wollte nicht frieren. Tut mir leid. Oh, schön, dass du mich geholt hast. Guck, meine neuen Haare. Gut siehst du aus. Keine grauen Haare mehr. Alles restauriert. Ja, sorry, ich habe so ein bisschen die Zeit vergessen, weil ich habe zuerst irgendwie was zu essen gemacht. Ein bisschen Hähnchen. Und war super lecker. Und dann habe ich Drehbuch geschrieben und so. Und jedes Mal, wenn ich jetzt gerade sozusagen beim Drehbuchschreiben irgendwie einen guten Workflow habe, dann ruft mich irgendwer an und will was von mir. Sei es Mutti, die zum Platz gebracht werden will oder abgeholt werden will. Oder Steven, der irgendwas über den Laptop wissen will für seine Freundin. Es ist immer irgendwie was los. Und immer dann, wenn ich gerade gut am Schreiben bin. Ja, Schatzi, heiß begehrter Mann. Sozusagen. Aber jetzt wollte ich euch auch noch was dazu sagen, weil ich das ja sozusagen immer in meinen Videos auch erzähle, wie fleißig meine Mutti ist, wollte ich ihr, als ich beim letzten Mal beim Friseur war, weil ich da gesehen habe, dass da eine andere Mutti so ein Haarprogramm geschenkt bekommen hat, so waschen, schneiden, färben, föhnen, was man halt so machen kann, dann wollte ich ihr das auch besorgen. Und dann war Mutti total pikiert darüber, dass ich das überhaupt machen wollte. Erzähl mir doch mal bitte warum. Weil ich das nicht finde, das ist meine Sache. Ich möchte entscheiden, wo ich hingehe zum Friseur. Ich schreibe es dir auch nicht mehr vor. Hey, wir gehen doch beide zum selben Friseur. Ja, aber ich hätte heute die Wahl gehabt, ich hätte auch da hingehen können oder da hingehen können oder da hingehen können. Habe ich einen Gutschein, bin ich gezwungen, da hinzugehen. Nein, will ich nicht. Ich will meine freie Wahl über meinen Kopf haben. Was redest du denn? Das ist doch nicht der Grund gewesen. Doch. Also Frauen sind manchmal doch ein wenig komplizierter als Männer, habe ich das Gefühl. So wie Kinder. Ja, aber ich hätte dich auch bei dem anderen einladen können. Du hättest mir ja sagen können. Ich wollte dir wirklich mal was Gutes tun, weil du hier die ganze Zeit am Arbeiten bist wie ein Esel. Und es. Hast mich abgeholt, hast was Gutes getan. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ihr hört schon. Na gut, wir düsen erstmal nach Hause. Durch den Regen übrigens. Hast du heute schon einmal gutes Wetter gehabt? Also irgendwie wenigstens kein Regen? Nein. Nein, es ist heute wirklich den ganzen Tag nur beschissenes Wetter. Nur. Ja, Regen, kalt. Lass mich raten, es war keiner mit dem Hund. Soll ich das jetzt machen? Ich wollte ein bisschen Drehbuch schreiben, aber was ist denn los mit euch allen? Nein, ist ja in Ordnung. Fahr. Ja, da es heute irgendwie mal wieder alle um mich rum geschafft haben, mich irgendwie in meiner Zeit zu blockieren, konnte ich leider nicht so weit mit einem Drehbuch kommen. Hab mich jetzt aber dazu entschlossen, dass ich dann so jetzt die letzten 2-3 Stunden des Tages, wo ich jetzt noch Zeit dafür habe, zu Thomas fahre, sozusagen hier in mein zweites Zuhause oder wie man dazu sagen will, wo mich mal keiner zu irgendwas auffordern kann oder irgendwas von mir haben will, weil jetzt habe ich einfach mal mein Handy ausgeschaltet, habe mich hier hingesetzt, ins Internet eingeloggt und versucht das Ding jetzt einfach mal so weit, wie es heute halt noch möglich ist, voranzubringen. Und dann werde ich euch natürlich auch noch das Video zu Ende schneiden und es dann nachher irgendwie hier noch hochladen und dann geht es irgendwann so in 2 Stunden wieder ab nach Haus und ab ins Bett, denn morgen früh um 6 Uhr ist ja alles spätestens wieder McFit angesagt. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder.